Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ich heute vor euch stehen kann an diesem besonderen Sonntag. Und besonders ist er unter anderem deswegen, weil die Kinder heute auch alle noch mit bei der Predigt dabei sind und heute keine Kinderstunde haben. Und wir wissen ja, heute ist Muttertag. Deswegen zuerst meine Frage an die Kinder: Welche Mütter aus der Bibel kennt ihr denn? Werft mal ein paar Namen rein. Jawohl. Nimm das ruhig und geh's weiter an den nächsten dann. Maria, das wäre auch das Erste, was ich gesagt hätte. Sehr gut. Weiter, wer hat noch eine Mutter aus der Bibel? Ja. Ja, uns fallen bestimmt noch ein paar ein. Nicht so schüchtern, sagt vom Platz oder kommt nach vorne. Oder der Noah gibt euch das Mikro. Wer war in der Bibel noch eine Mutter? Noah, sonst musst du noch mal. Weißt du nicht? Überleg mal, hatte Abraham eine Frau gehabt? Ja? Eva. Eva war auch Mutter, ne? Wenn Eva nicht Mutter gewesen wäre, dann wird es uns alle nicht geben. Sarah. Sarah, ja, okay, jetzt hat vielleicht doch noch jemand anders eine Idee. Ja, Matteo hat, glaube ich, eine Idee. Ruth. Ruth war auch eine Mutter, ganz genau. König David ist von Ruth abgestammt. Da hinten, der. Ja, Moment, Moment. Genau. Danilo, genau, Danilo hat sich gemeldet. Maria hatten wir schon. Jetzt musst du eine andere haben. Rahab. Rahab, Rahel, ja, beides richtig. Rahab kommt auch im Stammbaum von Jesus vor. Jetzt hat Danilo noch mal eine Idee. Du musst nur noch das Mikro irgendwo dahin kommen. Noah macht den Ordner heute. Muss man im Auge behalten, ob der Mann guter Ordner wird für die Dienstbereiche. Hanna. Hanna? Hanna war lange keine Mutter und ist dann Mutter geworden. Ja, genau. Also, dann können wir es auch mal wieder sammeln, sonst läuft sich der Noah hier den Wolf. Vielleicht das Mikro einmal wieder zurück. Wir sehen, die Bibel ist voll von Müttern und ich werde heute auch über zwei Mütter sprechen, die noch gar nicht genannt wurden. Und oft ist es so, vielen Dank, dass jetzt nicht so ganz, ganz, ganz viel über die jeweilige Mutter gesagt wird, sondern dass es so einzelne Verse sind, aus denen man doch viel erkennen kann, wie diese Frau ihr Leben geführt hat und wie sie auch ihre Kinder geprägt hat. Und letztes Mal, ich durfte ja letztes Jahr schon an Muttertag predigen, da habe ich vor allem über die Gebote gepredigt, die wir in Gottes Wort finden. Wie wir alle, weil wir alle logischerweise irgendwie Kinder sind, mit unseren Eltern umgehen sollen. Und diesmal soll es stärker darum gehen, eben, dass wir uns zwei Mütter aus der Bibel anschauen. Und da habe ich einfach das Ziel, wenn wir uns diese Mütter anschauen, wenn wir sehen, was Mütter in der Bibel getan haben, dass uns das nochmal die Augen öffnet, dankbar zu sein für das, was unsere Mütter für uns getan haben. Und dass wir dann heute so ein bisschen mehr auf Lager haben als den obligatorischen Blumenstrauß und ein dahergemurmeltes Danke. Aber ich will nicht nur zu uns predigen, dass wir dankbar sind gegenüber unseren Müttern, sondern auch zu den Müttern predigen und ihnen Danke sagen für das, was sie tun. Und wenn wir uns diese zwei biblischen Mütter anschauen, dann ist meine Hoffnung, dass ihr da so gewisse Bezüge auch zu eurem Leben herstellen könnt und dass es euch auch eine Ermutigung ist, als Mutter weiterhin voranzugehen und ja, bestmöglich und gottgefällig zu leben und eure Kinder zu erziehen.
Die erste Mutter, die wir uns anschauen wollen, ist Elisabeth. Und bevor wir uns anschauen, was sie als Mutter getan hat, der Blick auf ihr Leben davor. Denn die meiste Zeit ihres Lebens war sie keine Mutter. Ich lese aus Lukas Kapitel 1 ab Vers 5. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Unfruchtbarkeit war etwas oder ist auch heute noch etwas, was einer Frau bzw. dann auch dem Paar, also Frau und Mann, schwer zusetzen kann. Heute kann das schon schwer sein und damals noch umso mehr. Schließlich galt damals die Regel, wer Gott treu ist, der wird von Gott gesegnet. Und wer nicht mit Gott lebt, der erlebt Gottes Segen nicht. Und Kinder gehören nach der Bibel ganz deutlich zum Segen Gottes. Also wer dann keine Kinder hatte, der stand immer so ein bisschen unter dem Verdacht, naja, ob bei der wohl alles so stimmt. Irgendwas kann da nicht in Ordnung sein. Und das, obwohl in der Ahnenreihe Israels ja lauter unfruchtbare Frauen vorkommen. Die ganzen Erzväter, die Patriarchen, hatten alle unfruchtbare Frauen. Sarah war unfruchtbar, Rebekka war unfruchtbar, Rahel war unfruchtbar, bis Gott irgendwann in ihrem Leben ein Wunder getan hat, sodass die Heilslinie doch noch weitergegangen ist und nicht aufgehört hat. Genauso ist es auch bei Elisabeth. Es wird einfach erwähnt hier in diesem Bibelvers, sie war unfruchtbar, Punkt. Keine theologische Deutung. Wir leben in einer gefallenen Welt und in dieser gefallenen Welt funktioniert die Natur nicht mehr so, wie Gott sie gemacht hat. Und diese Dinge kommen vor. Und es wird in diesem Text auch ganz deutlich, dass Elisabeths Unfruchtbarkeit keine Strafe Gottes war, denn wow, was für ein Zeugnis hat die Bibel hier für sie und für ihren Mann, wenn sie sagt, beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Also von wem kann man das schon sagen? Von wem kann man das schon sagen? Würdest du dich trauen, das über dein Leben zu sagen, dass du so lebst? Gewaltig, aber die Bibel sagt das so über Zacharias und über Elisabeth. Also sie war wirklich eine Vorzeigegläubige. Sie vertraute Gott in ihrer ganzen Lebensführung, sie lebte nach seinen Geboten, sie hatte einen Charakter, der Gott gefiel und eine gute Ehe. Was für ein leuchtendes Vorbild. Und das ist großartig und wunderbar, dass es solche Frauen gibt, solche echten Vorbilder. Wir schauen uns gleich noch eine Frau an, bei der das anders ist, da wo neben dem Licht auch noch mehr Schatten vorhanden ist. Und manche Frauen können sich dann vielleicht eher mit Elisabeth identifizieren und andere eher mit der Frau, die wir uns gleich noch anschauen. Aber auch für diejenigen von uns, die keine perfekte Biografie haben, ist es gut, solche wunderbaren Vorbilder wie Elisabeth zu haben. Und ordnen wir sie nicht falsch ein. Ja, manchmal hat man so ein falsches Bild von Vorzeigegläubigen. Man denkt vielleicht an eine Person, die moralisch allem Anschein nach tadellos ist, aber irgendwie so diese Überlegenheit auch so ein bisschen mit sich rumträgt, auf diejenigen herabsieht, bei denen es nicht so ist und vielleicht eher so ein bisschen streng und gesetzlich ist. Aber das ist nicht gemeint. Wenn die Bibel sie so lobt, dann muss das auch auf ihren Charakter zutreffen. Denn wie wichtig ist in der Bibel der Charakter eines Menschen? Wie wichtig sind Güte, Barmherzigkeit und Freundlichkeit? Und wie sehr verurteilt Jesus Selbstgerechtigkeit? Also wenn wir an Elisabeth denken, dann sollten wir keine, weiß ich nicht, Pharisäerin vor Augen haben, sondern eine Frau, die quasi im besten Sinne perfekt ist. Tadellos moralisch, aber auch mit einem wunderbaren Charakter.
Und ich bin dankbar, dass wir auch in unserer Gemeinde wunderbare Mütter und Frauen haben, die auch solche Vorbilder sind. Natürlich wären sie die Ersten, die sagen würden, ja, mit Elisabeth kann ich mich nicht messen, da will ich mich nicht vergleichen. Man hat die eigenen Fehler doch irgendwie vor Augen und Bescheidenheit ist ja auch eine Tugend. Aber wir haben wirklich Frauen, die solche echten Vorbilder sind. Und das ist gut und das ist schön. Und es ist gut, wenn sie als Vorbilder, wenn ihr als Vorbilder euer Licht scheinen lasst vor uns und uns so durch eure Lebensführung und durch euren Charakter ein Vorbild seid. Und es ist gut für uns, wenn wir solchen Vorbildern nacheifern. Aber auch die Besten haben oft mit der einen oder anderen Sache zu kämpfen. Und nicht immer ist es so offensichtlich wie bei Elisabeth mit der Unfruchtbarkeit. Der Schmerz, den man hat, der kann auch verborgen sein. Wenn wir uns zuerst mal Elisabeth anschauen, dann hatte sie eine Schmach vor den Menschen, wie der Text es gleich noch ausdrückt. Also es war schwer, wie die Menschen sie betrachtet haben, weil sie unfruchtbar war, wegen diesem Verdacht, naja, irgendwas ist bei der nicht in Ordnung. Aber auch selbst macht es ja mit einem was. Wenn man so von Kind auf quasi den Wunsch hat, wenn man aufwächst, einmal selbst Kinder zu haben, einmal Mutter zu sein, und das geht dann nicht. Und ihr Mann konnte sie keine Nachkommenschaft schenken, das heißt, seine Linie würde mit ihm enden. Alles Dinge, die schwer sind und die dann auf einem lasten. Ich bin bei Elisabeth überzeugt, weil sie so eng mit Gott gelebt hat, dass sie es geschafft hat, einen guten Umgang mit dieser Schwierigkeit und mit diesem Schmerz zu finden. Und wer auch immer mit offenen Augen ihr Leben angeschaut hat, der hat gesehen und gewusst, sie lebt wirklich mit Gott. Und die wussten dann auch, okay, diese Unfruchtbarkeit ist keine Strafe Gottes, weil ihr Zeugnis diese Kraft hatte, diesen Verdacht, den die Menschen hatten, zu entkräften. Aber andererseits immer das Problem, wenn ihr jemand was Böses wollte und nicht mit offenen Augen ihr Leben angeschaut hatte, der konnte sich es immer leicht machen und sagen, die ist unfruchtbar, da stimmt was nicht. Ein Wunderpunkt, den andere immer wieder nutzen konnten, um sie zu verletzen. Wenn wir solche wunden Punkte in unserem Leben haben, dann sagt das gar nichts darüber aus, wie gottgefällig wir sind. Das sehen wir ganz eindeutig bei Elisabeth, die in allerhöchsten Tönen gelobt wird. Sondern es geht darum, wie gehen wir mit diesen wunden Punkten um, die da sind. Und wenn wir die Dinge so nehmen, wie sie sind, und so damit umgehen, wie es Gott gefällt, dann können wir gerade dadurch, dass wir mit diesen Problemen, die es auf dieser Welt gibt, ein Licht sein und scheinen und aufzeigen, wie man damit umgehen kann. In dieser Welt einen Weg weisen und dadurch auch auf Jesus hinweisen, dass wir richtig und vorbildlich mit den Schwierigkeiten umgehen. Ich lese ein paar Verse weiter ab Vers 24. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Also ja, wir sehen hier eindeutig, die Unfruchtbarkeit war hart für Elisabeth. Bei allem gottgefälligen Umgang, den sie damit hatte, spricht sie davon, es ist eine Schmach vor den Menschen, die sie hatte. Und das ist sie nicht losgeworden. Aber jetzt durfte sie dieses Wunder erleben, dass sie doch noch schwanger wurde. Und Gott hat ihr einen wunderbaren Segen zugewandt. Und wir lesen von ihrem Sohn, dass er sich gut entwickelt hat. Das ist dann Vers 80. Das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist und war in den Wüsten bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Denn sie hatte ein ganz besonderes Kind. Und nach dem, was die Bibel über Zacharias und Elisabeth sagt, waren die beiden sehr gute Eltern für Johannes. Und ihr Sohn hatte eine große Aufgabe in der Geschichte Israels. Er sollte sein Volk auf den Messias
vorbereiten. Und er wuchs und erstarkte, und als er erwachsen war, war er dann in der Wüste, wurde von Gott auf den Dienst vorbereitet. Aber er wurde nicht nur in der Wüste auf den Dienst vorbereitet, sondern schon zu Hause, schon durch alles, was er von seinen vorbildlichen Eltern mitbekommen hat. Von Abraham Lincoln gibt es das Zitat: No man is poor who has had a godly mother. Also, kein Mann ist arm, der eine gottgefällige Mutter gehabt hat. Jemand, der eine gottgefällige Mutter gehabt hat, der hat einen gewaltigen Schatz empfangen. Wie wunderbar ist es, Gottes Liebe durch unsere Mutter vermittelt bekommen zu haben. Wie gut ist es, die richtigen Werte mit auf den Weg bekommen zu haben, damit wir ein Leben führen können, das gelingt und über das sich Gott freut. Wie gut ist es, Orientierung und moralische Maßstäbe mitbekommen zu haben, damit wir uns nicht selbst schaden im Leben. Wie gut ist es, in einem stabilen Umfeld aufgewachsen zu sein. Was für ein Vorteil und was für ein Vorsprung im Leben gegenüber anderen und auch die Charakterbildung, die wir erlebt haben. Wie kommt uns das alles zugute in unserem Leben? Was für eine Basis haben wir durch die Inhalte der Bibel, die unsere Mutter uns vermittelt hat? Das ist was, was jemand, der das nicht hatte, kaum aufholen kann. Und besonders, wie gut ist es, dass unsere Mütter uns auf Jesus Christus als den Erretter hingewiesen haben. Und das ist so viel, was wir erfahren haben, so viel, von dem wir profitieren, wenn wir einmal die Augen aufmachen, was wir alles mitnehmen durften von zu Hause. Und wie viel Zeit, wie viel Mühe, wie viel Herzblut haben unsere Mütter in uns investiert? Was ist das für ein Schatz? Natürlich ist es nicht so, dass dieser Schatz so sichtbar ist wie ein prall gefülltes Bankkonto, wenn wir jetzt von Schätzen reden. Und das führt leider viele von uns dazu, dass wir diesen Schatz gar nicht richtig wahrnehmen. Und da müssen wir echt auf uns aufpassen, dass wir uns nicht versündigen, indem wir undankbar sind. Dass wir undankbar sind, so wie wir in unserem Leben mit unseren Müttern umgehen. Oder auch, dass wir so Gelegenheiten wie heute mal explizit Danke zu sagen, nicht von Herzen wahrnehmen, sondern irgendwie bloß abhaken. Ja, liebe Kinder, ich möchte nochmal zu euch reden. Ich freue mich ja, dass der Walter schon ein bisschen zu euch gepredigt hat. Aber Kinder, wisst ihr, was ihr für einen großen und kostbaren Schatz habt, der viel mehr wert ist noch als Gold? Und dieser Schatz ist eure Mama. Sie macht so viel für euch. Ihr habt es so gut, dass ihr so eine Mama habt. Und seid dankbar für diesen Schatz, den ihr haben dürft. Seid lieb zu eurer Mama. Macht ihr Freude, besonders heute, aber auch den Rest des Jahres. Folgt eurer Mama, hört auf sie und lernt von ihr. Denn das wird euch super auf euer späteres Leben vorbereiten, wenn ihr möglichst viel von eurer Mama lernt. Was für ein Schatz für diejenigen, die so eine Mutter haben durften. Und ich glaube, es sind nicht wenige hier, die diesen Schatz haben. Aber natürlich, auf der anderen Seite, es sind auch nicht alle. Nicht alle Mütter sind so gottgefällig wie Elisabeth. Nicht alle schaffen das. Sie sind nicht perfekt. Aber es gibt doch Mütter, die sind zwar nicht Champions League, aber immer noch gute Mütter. Die waren und wir konnten immer noch viel Gutes erleben von ihnen und vieles mitbekommen. Liebe, Werte, Orientierung, stabiles Umfeld, biblische Inhalte, Vermittlung des Evangeliums, da waren Zeit, da waren Mühe, da waren Herzblut. Es war nicht perfekt vielleicht bei unseren Müttern, manches war vielleicht etwas schwach, aber immer noch gut insgesamt und wir haben eine gute Ausgangsbasis für das weitere Leben. Ein Grund, dankbar zu sein. Welche Mutter schafft es schon, perfekt zu sein? Wahrscheinlich hat jeder was, was nicht ganz ideal war. Aber wie viel Gutes haben wir doch, auf das wir blicken dürfen, was wir mitnehmen durften.
Aber dann gibt es natürlich auch noch diejenigen, bei denen da ziemlich viele Abstriche waren und die keine guten Assoziationen mit ihrer Mutter haben. Und deswegen vielleicht Muttertag auch eher so ein schwieriges Thema für sie ist. Wenn das bei dir so ist, dann hat das in der Regel zwei Gründe. Zum einen gibt es natürlich auf dieser Welt Schlechtes in allen Bereichen. Und ja, es gibt auch schlechte Mütter, Mütter, die ihre Kinder nicht geliebt haben, die nicht investiert haben in sie, die ihnen wenig Gutes oder sogar Schlechtes mitgegeben haben. Und das kann dann sein, dass man als Folge davon verletzt ist, dass man negativ geprägt ist, und dass man das so als Schmerz und wunden Punkt mit sich rumschleppt oder dass man sich so dagegen abgehärtet hat. Auch für diese Situationen hat Gott einen Plan. Gottes Plan A ist es, dass die Mütter ihren Kindern Liebe vermitteln und die Kinder viel in ihr Leben mitnehmen können. Aber auch in einer gefallenen Welt, wo das nicht immer der Fall ist, hat Gott einen Plan für diese Situationen, für Kinder, die das nicht erleben durften. Denn die Gemeinde wird uns als Familie Gottes vorgestellt. Es ist also Gottes Wille, dass das, was zu Hause nicht da war, in der Familie, in der Gemeinde aufgefangen wird. Jesus redet davon, dass Menschen ihre Familien verlieren und dass sie aber Familie in der Gemeinde finden, dass sie eine neue Familie finden. Und lasst uns als Gemeinde bei aller Geschäftigkeit, die wir haben, auch darin wachsen, dass wir so ein Ort für Menschen sind, wo Menschen eine Familie finden können. Und ich denke, gerade unsere Hauskreise können da eine super Chance sein, dass wir da Familie leben. Also, wenn ich schlechte Verbindungen bei dem Thema Mutter habe, schlechte Assoziationen, es kann darin liegen, dass es wirklich schlecht war. Aber wie oft ist es auch so, dass ein großer Teil davon unsere Wahrnehmung ist. Deine Mutter hat in dich investiert, aber du siehst vor allem das Fehlende, das Mangelhafte oder das Schlechte. Und da sollten wir auf der Hut sein. Und über das Positive nachdenken, mal auf das Positive sehen und das Negative verarbeiten. Ja, es einordnen, es überwinden, es verzeihen. Und das geht natürlich nicht mit einem Fingerschnipsen, das ist ein Prozess, der dauert. Aber geh diesen Weg und es gibt eigentlich auch keine Alternative zu diesem Weg, die Sachen wirklich zu verarbeiten und darüber hinwegzukommen, wenn man weiterkommen will. Sonst schleppt man es immer mit sich rum. Also fang an, deine Eltern zu ehren, denn das ist Gottes Wille durch sein ganzes Wort hindurch. Und dieses Gebot Gottes, die Eltern zu ehren, das ist nicht daran geknüpft, dass es gute Eltern sind. Also schau, wenn du diesen Weg gehen möchtest, der Weg der Bibel ist, da wieder eine bessere Haltung zu deinen Eltern haben, schau auf das Gute, sei dankbar dafür, drücke deinen Dank aus. Arbeite daran, die Beziehung in Ordnung zu bringen, denn das ist nicht nur ein moralisches Gebot, was die Bibel für dich hat, sondern es ist etwas, was Segen über dein Leben bringen wird. Dann schauen wir uns noch eine zweite Person an, nämlich die Mutter, ja, und eigentlich auch die Großmutter von Timotheus. Jetzt möchte ich die Kinder noch mal ein bisschen mit ins Boot bringen. Kinder, bewaffnet euch mal mit einer Bibel. Die wenigsten von euch schleppen eine Bibel mit in den Gottesdienst, aber vielleicht könnt ihr euch ja von euren Eltern eine ausleihen. Und sucht mal nach Apostelgeschichte 16. Ich lasse euch einen Moment Zeit. Ich habe es ja hier leicht, dass ich es einfach in meinem Skript stehen habe. Noah wühlt fleißig, sehe ich auf jeden Fall. Wühlen ist beendet. Okay, dann fange ich jetzt an zu lesen. Apostelgeschichte 16, ab Vers 1. Paulus gelangte aber nach Derbe und Lystra.
Und siehe, dort war ein Jünger mit dem Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Paulus wollte, dass dieser mit ihm auszog. Ja, Kinder, was fällt auf, was heißt es nicht über den Vater von Timotheus? Guckt nochmal da rein, was ihr gerade gelesen habt. Was heißt es nicht über den Vater von Timotheus? Sehr gut. Tabea war das, ne? Super. Sehr gut erkannt. Ich habe mir hier noch so ein paar Hilfestellungen, falls es nicht direkt kommt, aufgeschrieben. Die kann ich mir jetzt alle sparen. Genau. Bei seiner Mutter heißt es, einer jüdischen, jüdisch ist quasi Gegenüberstellung von griechisch, der eine war Jude, der andere Grieche, sei es drum. Aber sie war eben eine jüdische, gläubige Frau, während er einfach nur ein griechischer Vater war. Also bei Timotheus war in Anführungszeichen nur die Mutter gläubig, nicht der Vater. Und ich lese noch jetzt aus 2. Timotheus 1 eine Stelle, die das noch ein bisschen abrundet. 2. Timotheus 1, Vers 5. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Also jetzt wissen wir auch ihren Namen. Die Mutter von Timotheus, sie hieß Eunike. Und in der ersten Stelle, Apostelgeschichte 16, haben wir gesehen, dass die Mutter von Timotheus schon vor Timotheus gläubig gewesen war. Hier lesen wir, dass auch seine Großmutter schon gläubig war. In den beiden wohnte der Glaube, bevor er in Timotheus wohnte. Da könnte man jetzt so ganz unvermittelt, wenn man so unsere Umstände auf diesen Bibeltext legt, zu dem Verständnis kommen, ja, seit Generationen wurde da schon der Glaube weitergegeben. Erst die Großmutter Lois, dann die Mutter Eunike, dann Timotheus. Aber die Sache hat einen Haken, denn das Evangelium war erst vor kurzem durch Paulus auf der ersten Missionsreise überhaupt in diese Gegend gekommen. Und die erste Missionsreise war vielleicht anderthalb Jahre her. Also dieser Glaube, der erst in Lois und dann in Eunike wohnte, der war auch nicht seit Generationen schon da, sondern der war seit vielleicht anderthalb Jahren da. Und Paulus spricht so lebendig von dem Glauben von Lois und Eunike, dass es eigentlich nur den Schluss zulässt, dass er diesen Glauben selbst erlebt hat und dass sie sich bei ihm selbst bekehrt haben. Dass sie zum Glauben gekommen waren und Paulus die Echtheit dieses Glaubens gesehen hatte. Und dieser Glaube, er war zuerst in den beiden Frauen, aber noch nicht in Timotheus. Das heißt, bei der ersten Missionsreise hat Timotheus sich noch nicht bekehrt. Und dann muss aber wahnsinnig viel passiert sein in einem oder anderthalb Jahren seit dieser ersten Missionsreise. Dieser Text, der spielt jetzt nämlich bei der zweiten Missionsreise. Als Paulus zurückgekehrt ist, um diese Gemeinden, die er damals gegründet hatte, zu besuchen und wieder zu unterstützen, zu ermutigen, ihnen zu helfen und sie zu lehren. Denn jetzt gehört Timotheus auch zu den Gläubigen. Und es steht nicht wörtlich drin, wie das genau passiert ist. Vielleicht ist es passiert durch seine Mutter oder seine Großmutter, denn sie waren ja schon gläubig. Auf jeden Fall ist es kein Zweifel, dass Timotheus den Glauben seiner Mutter Eunike und den Glauben seiner Großmutter Lois gesehen hat. Dass er quasi gelebten Glauben an Jesus Christus im Alltag sehen konnte. Und das ist, glaube ich, auch äußerst wahrscheinlich, dass die beiden nicht nur den Glauben gelebt haben, sondern den Timotheus auch evangelisiert haben. Und dann ist auf jeden Fall irgendwann der Groschen bei Timotheus gefallen und auch er ist zum Glauben gekommen. Dann ging es bei ihm ganz, ganz schnell. Wir lesen in den Timotheusbriefen, dass ihm von den Ältesten der Gemeinde die Hände aufgelegt wurden und dass er so eine Gabe zum Dienst empfangen hat. Und dass er sich in dieser kurzen Zeit einen guten Ruf unter den Gläubigen erarbeitet hat. Nicht nur in seiner eigenen Gemeinde, sondern auch über die Gemeinde hinweg in den Gemeinden der
Umgebung. Wie schnell ist es mit diesem jungen Mann vorangegangen, dass selbst Paulus, der schon viel gesehen hat, als er ihn gesehen hat, gesagt hat, den muss ich mitnehmen, den will ich als Mitarbeiter mitnehmen, der hat Potenzial. Also was für eine Entwicklung in dieser kurzen Zeit. Aber es geht heute nicht um Timotheus, sondern ich sage das nur, um ein Licht auf das zu werfen, was da in diesem Haushalt auch passiert ist. Heute schauen wir ja auf die Mütter und insbesondere auf seine Mutter Eunike jetzt. Jetzt könnte man nach dem, was ich bisher gesagt habe, denken, Mensch, bei Eunike alles super. Das ist noch so eine Vorzeigegläubige, wie wir das gerade bei Elisabeth gesehen haben. Also ihr Glaube war Bombe, ihr Sohn ist durch sie zum Glauben gekommen und alles hat sich super entwickelt. Aber wenn wir ein bisschen genauer auf das schauen, was wir gelesen haben, die Informationen ein bisschen durchdenken, dann sehen wir, dass da neben dem Licht auch doch eine ganze Portion Schatten mit dabei war. Fangen wir mal so an. Wir haben gelesen, dass Eunike Jüdin war, bevor sie Jesus angenommen hat. Aber sie war mit einem Griechen verheiratet. Also, um es deutlich zu sagen, mit einem Ungläubigen. Und eine Ehe mit einem Heiden war für eine Jüdin im Judentum nicht zulässig. Da kann man schon mal ableiten, die scheint also zumindest nicht immer eine fromme Jüdin gewesen zu sein. Es schien ihr nicht so wichtig zu sein, dass sie diesen Mann trotzdem geheiratet hat. Und noch eine zweite Sache. Timotheus wurde als Jude angesehen, weil seine Mutter Jüdin war. Und trotzdem war Timotheus nicht beschnitten. Und ja, das muss einen Grund haben. Das kann daran liegen, dass seine Mutter da nicht richtig hinterher war, dass es ihr nicht wichtig war, dass ihr Sohn beschnitten wurde. Es kann daran liegen, dass ihr Ehemann davon nicht begeistert war, der ja Grieche war, oder beides. Auf jeden Fall, wenn wir uns so das Leben von Eunike vorstellen, die ja Jüdin war, dann dürften diese zwei Punkte immer ein Problem gewesen sein in der Synagoge. Erstens, sie hat einen Ungläubigen geheiratet. Zweitens, ihr Sohn ist nicht beschnitten. Auf der anderen Seite war es jetzt auch nicht so, dass sie nur auf dem Papier Jüdin war, wie vielleicht heute viele auf dem Papier Christen sind. Denn wir sehen auch was Positives über sie, was Timotheus sehr geprägt hat. Und zwar war es im Judentum immer wichtig, dass Kinder schon früh die Heiligen Schriften, also das Alte Testament, kennenlernen. Und darauf hat auch Eunike bei Timotheus geachtet. Das lesen wir in 2. Timotheus 3, ab Vers 14. Da heißt es über Timotheus: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Timotheus kannte von Kind auf die Heiligen Schriften. Und das kann man sich nicht so vorstellen wie heute, dass jeder zu Hause eine Bibel hatte oder 10, sondern es bedeutet, dass Eunike den kleinen Timotheus früh und regelmäßig in den Unterricht in der Synagoge geschickt hat, wo er die Heiligen Schriften kennenlernte. Und auch wenn sie vielleicht nicht so die allerüberzeugteste Jüdin war, hat sie da doch drauf Wert gelegt. Und dass der Unterricht bei Timotheus hängen blieb, das muss auch einen Grund haben. Also sie muss schon hinterher gewesen sein und auch persönlich mitgeholfen haben, ihm die Bibel nahezubringen. Ja, also wir sehen im Licht, im Leben von Eunike Licht und Schatten. Sie war eine Mutter, die nicht konsequent in ihrem eigenen Glauben war, aber es doch für wichtig hielt, dass ihr Sohn die Bibel kennenlernte. Und dadurch, schon durch diese einzelne Sache, hat sie ihm so viel für sein späteres Leben mitgegeben. So eine gute Grundlage, von der Timotheus profitieren konnte. Denn später ist er ja mit Paulus dann durch die Welt gezogen. Und da hatte er einfach durch seine Bibelkenntnis eine feste Grundlage und eine Ausgangsbasis. Und es ist schwierig,
wenn man das als Kind nicht bekommt, diese Ausgangsbasis als Erwachsener noch zu entwickeln. Also was hat sie ihm dafür einen Schatz mitgegeben? War noch nicht mal gläubig oder nicht entschieden gläubig und hat ihm doch diesen Schatz mitgegeben. So, wenn wir uns jetzt Licht und Schatten im Leben von Eunike anschauen, muss uns vor allem eins bewusst sein, das ist alles nur Vorgeschichte. Es ist alles nur Vorgeschichte. Es ist das, was vor ihrer Bekehrung passiert war. Darauf, worauf es ankommt, ist, was sie jetzt als Gläubige gelebt hat. Und da gibt es eigentlich nur Gutes zu sagen. Es ist bei allen, die sich im mündigen Alter und besonders bei allen, die sich im Erwachsenenalter bekehrt haben, so, dass sie ihre Vorgeschichte haben. Ich kann jetzt das Wir schlecht verwenden, weil es bei mir anders war, aber dass sie ihre Vorgeschichte haben. Das sind Dinge, die sie nicht mehr ändern können. Dass Eunike damals einen Ungläubigen geheiratet hat, konnte sie jetzt nicht mehr rückgängig machen. Und diese Dinge, diese Entscheidungen aus dem alten Leben, die Dinge, die wir vorher getan haben, die haben auch heute noch Folgen. Bevor man sich bekehrt hat, wenn wir jetzt auf uns schauen, wer sich als Erwachsener bekehrt hat, der wird seine Kinder vorher kaum im Glauben erzogen haben. Und so ein Stück weit haben sich die Kinder dann einfach schon in eine Richtung entwickelt. Anders entwickelt als die Kinder, die in der Gemeinde aufgewachsen sind. Und zu 100% kann man das nicht mehr einholen. Man kann es nicht mehr rückgängig machen. Wir haben unsere Vorgeschichte und diese Vorgeschichte hat ihre Auswirkungen. Aber gerade da ist es doch so ermutigend zu sehen, was aus Eunike und aus ihrem Sohn geworden ist. Paulus lobt ihren ungeheuchelten Glauben und sie durfte sich darüber freuen, was für eine Wahnsinnsentwicklung ihr Sohn gemacht hatte, wie er sich bekehrte und wie er wuchs und wie er so schnell in der Gemeinde hohes Ansehen erworben hat. Zwar wurde sie nie so bekannt wie er, aber ihr Glaube war nicht weniger. Ihr Glaube, der war stark, er war authentisch, er war spürbar und er hat einen großen Einfluss auf ihren Sohn gehabt. Und es kann gut sein, dass auch du jetzt hier sitzt und weißt, ich habe da meine Vorgeschichte und da sind Dinge, die kann ich jetzt nicht mehr ändern. Aber wie ich bei Eunike gesagt habe, das ist nur die Vorgeschichte. Worauf es ankommt, ist, was du jetzt machst. Was du machst jetzt, wo du dich bekehrt hast, wie du jetzt lebst. Wie du jetzt deine Kinder im Glauben prägst. Dass du für deine Kinder betest, dass sie gerettet werden. Auch wenn du sie nicht von Anfang an mit dem Glauben prägen konntest. Und das Gebet ist so wichtig, dass Gott das übernimmt, was du damals nicht geleistet hast, dass er da die Gnade schenkt. Such dir vielleicht neben deinem eigenen Gebet einen Gebetspartner, der beständig für deine Kinder betet, damit sie auch zum Glauben kommen, damit auch sie gerettet werden, damit möglichst Segen auch bei dir zu Hause einkehrt. Und für uns, liebe Geschwister, lasst uns da ein Auge für diese Situation haben, wo Menschen mit einer Vorgeschichte bei uns in die Gemeinde kommen, dass wir da mithelfen, die Kinder zu integrieren, der Gläubigen, die sich erst im Erwachsenenalter bekehrt haben, dass wir die Kinder mit reinnehmen und dass auch in diese Familien der Segen reinkommt, den viele, viele, viele von uns schon erleben durften, dass sie in einer christlichen Familie aufgewachsen sind. Noch eine kurze Ergänzung, bevor ich gleich zum Schluss komme. Wir haben nicht nur von Timotheus' Mutter heute gelesen, sondern auch von seiner Großmutter. Auch sie ist ihrem Enkel im Glauben vorangegangen. Und, also ich habe ja keine Ahnung davon, aber was man so hört und wie ich es mir so vorstelle, ist Großelternsein doch eigentlich super, oder? Man hat alles Positive ohne die Verantwortung. Also man kann Zeit mit den Kindern verbringen, aber man kann sie auch wieder abgeben. Also man erlebt Schönes, aber hat sie nicht immer an der Backe. Man kann ihnen was beibringen, hat aber nicht diese Verantwortung, die Eltern für ihre Kinder haben. Und was für eine Chance ist das, einfach zum einen deine Kinder zu unterstützen, indem du als Großmutter, als Großvater noch einen Beitrag bringst und deinen Enkeln was zu vermitteln. Und vielleicht da einfach das Vorbild auch von Lois,
im Glauben voranzugehen, deinen Enkeln im Glauben voranzugehen, sie auf das Evangelium hinzuweisen, ihnen die Bibel zu vermitteln, gute Werte mitzugeben, Orientierung mitzugeben, damit sie davon geprägt werden und das für ihr Leben mitnehmen dürfen. Ich komme zum Schluss. Liebe Mütter, vielen lieben Dank. Ihr habt eine große Rolle im Plan Gottes. Vielen, vielen Dank für das, was wir, was eure Kinder von euch mitnehmen dürfen. Danke für euren Aufwand, für eure Mühen, für eure Zeit, für eure Liebe. Wie gesegnet sind wir dadurch, dass wir das mitnehmen durften. Wie gut haben wir es. Und ich hoffe, durch den Blick auf Elisabeth und Eunike wurdet ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle angesprochen oder ermutigt. Das Leben hier auf dieser Erde ist voller Herausforderungen. Wir erleben schwere Dinge und Umstände und oft ändern sie sich auch nicht oder zumindest sie ändern sich für lange Zeit nicht. Und auch wir selber machen nicht immer alles richtig und dann zieht das oft den ganzen Rattenschwanz nach sich, den wir nicht ungeschehen machen können. Aber diese Sache, es ist alles Vorgeschichte. In alles, was jetzt zählt, ist unser Blick auf Jesus und jetzt darin zu wachsen, ein Leben zu führen, das Gott Freude macht und ihm einfach den ganzen Rest anzuvertrauen. Alles, was damit zusammenhängt, alle Konsequenzen, Jesus anzuvertrauen. Wir können nicht mehr machen, als auf ihn schauen, ihm zu vertrauen, so zu leben, wie es Gott Freude macht und den Rest Gott anzubefehlen. Und er wird es richtig machen und er wird Segen schenken. Liebe Gemeinde, lasst uns wachsen in unserer Dankbarkeit für unsere Mütter. Wie viel Segen haben wir durch unsere Mütter bekommen? Lasst uns als dankbare Kinder leben und den Dank auch besonders heute zum Ausdruck bringen. Ein letztes Mal, liebe Mütter, vielen Dank.